Da haben wir viel zu besprechen, denn das ist Ärger, der vielleicht so gar nicht nötig wäre, wenn man Gerhard Scheuch folgt, Aerosolforscher. Schön, dass Sie auch heute Abend hier sind. Und ich sage ein herzliches Willkommen dem Epidemiologen und Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach. Schön, Sie wieder hier zu haben, zusammen mit Alexander Kekulé, Virologe und Epidemiologe, der auch gerade interessiert hingeschaut hat, wenn ich es richtig gesehen habe. Da waren diese drei Männer in Hamburg, die zusammen Bier getrunken haben und am Ende mit 150 Euro Bußgeld pro Nase nach Hause geschickt wurden. Wie sinnvoll ist sowas, wenn man um Pandemiebekämpfung werben will? Und das wollen Sie und wir ja alle. Das Problem ist, dass die Bürger das nicht verstehen. Und genauso wie die Leute, die hier das Ordnungsgeld bekommen haben. Und ganz ehrlich gesagt, die Wissenschaftler verstehen es auch nicht. Und das ist hier die Schwierigkeit. Man kann im Freien sich im Prinzip nur dann anstecken, wenn man wirklich face-to-face nah zusammen ist und sich, ich sage immer, anspuckt. Da müssen quasi kleine Tröpfchen. Die saßen dicht beieinander, ne? Und die haben gesagt, das sind drei Haushalte. Ballistischen Bahn fliegen. Ja. Und mein Bild sind immer die zwei Bayern, die sich am Marienplatz in München gerade streiten und anbrüllen an den Ohrwaschen. Packen, was man dort so gerne mal macht. Die können sich anstecken, aber dann immer nur einer einen anderen. Und wie es im Beitrag auch richtig gesagt wurde, das Problem in der Pandemie sind ja die Cluster. Das sind diese Ausbrüche, die durch Aerosole entstehen, wo eine Person im geschlossenen Raum ganz viele anstecken kann. Wenn wir diese Superspreading-Ereignisse, wie wir das auch nennen, wenn wir die nicht hätten, dann gäbe es keine Pandemie. Dieses Virus könnte mit 1-zu-1-Übertragungen überhaupt keine Pandemie machen. Und deshalb ist das virologisch absoluter Unsinn. Also man kann nur sagen, da geht der Staat zu weit. Sie haben gerade die Wissenschaft insgesamt eingesagt. Und neben Ihnen sitzt Professor Lauterbach, der eventuell doch anderer Meinung ist, könnte ich mir denken. Sie haben auch hingeschaut. Da waren auf dem menschenleeren Jungfernstieg die beiden Herrschaften, die Eis gegessen haben. Verbotenerweise, weil es Maskenpflicht war. Die mussten jetzt Kilometer weiter zum Rathausmarkt laufen, um da ihr Eis zu essen. Wie irre ist das oder ist das alles richtig so? Es ist auf jeden Fall also nicht so falsch, wie es also im Film rüberkommt. Tatsächlich, also hat der Kekulé das Hauptproblem ja schon beschrieben. Wenn ich also jemandem gegenüberstehe und rede mit ihm oder auch wenn er neben mir geht und wir schauen uns an und reden miteinander, dann kann ich den anderen infizieren. Und zwar in der Regel nicht über die Aerosole, sondern über die Tröpfcheninfektion. Übrigens auch über die Augen. Also es fällt auf die Lippen, auf die Augen und so weiter. Und dann braucht man da auch noch Maske eigentlich. Genau, also es fällt auf die Augen, es fällt auf die Lippen oder was auch immer. Und dann ist die Infektionsgefahr tatsächlich da. Jetzt kann man sagen, das ist dann immer nur einer. Das ist kein Superspreading, das ist keine also Überdispersion und so weiter. Naja, aber wenn man es zu Ende denkt, derjenige, der jetzt sozusagen sich hier infiziert, der Einzelne ist, der könnte dann demnächst nach Hause gehen und atmet dort im Innenraum also die Aerosole aus, weil er jetzt ansteckend ist, und infiziert den Rest der Familie. Und das rechtfertigt die Maskenpflicht, diese strikten Regeln an der frischen Luft und auch die Ordnungsgelder in letzter Konsequenz? Ich persönlich würde das sagen. Ich weiß, dass diese Position unbeliebt ist, aber ich halte tatsächlich die Maßnahmen daher für richtig. Weil also wenn mit Alkohol in der Hand also auf engem Raum gesprochen wird und man steht zusammen, ist das Ansteckungsrisiko, wenn man auf engem Raum miteinander auch draußen spricht, ist das Ansteckungsrisiko da. Auch ohne Superspreading ist das aber sozusagen. Und das Virus braucht, um Superspreading zu machen, das braucht beides. Es braucht sozusagen die Einzelkette. Der eine, der sich dann zunächst infiziert und dann erstmal nun einen anderen infiziert. Dann geht das sozusagen immer von einer Person zur anderen. Geht nicht weit. Aber dann ist plötzlich einer da, der ist ein Superspreader und der infiziert dann sehr viele. Somit, ich brauche beides. Ich brauche die Einzelevents und die Superspreader. Herr Scheuch. Herr Lauterbach tut sich ein bisschen schwer mit den steilen Thesen, dass draußen so fast gar keine Gefahr herrscht. Haben Sie Verständnis? Es ist natürlich so, wie Herr Lauterbach das beschreibt. Aber ich denke, wir diskutieren um ein Mini-Problem viel zu lang herum. Die Ansteckung findet in Innenräumen statt. Ich sage zu 99,9%, vielleicht zu 99,8%, vielleicht zu 99%. Aber warum kümmern wir uns um diese 0,1 oder 1%? Wir müssen uns um die Innenräume kümmern. Und da wird meiner Ansicht nach viel zu wenig getan. Denn dort könnten wir, aus Sicht der Aerosolphysik, viel, viel mehr tun. Ja, binden wir den Leuten Masken im Freien und beim Joggen um? Warum vertreiben wir sie von Plätzen, weil sie da ein Eis schlecken wollen? Und wir treiben sie in Innenräume, wo definitiv 99% der Ansteckungen stattfinden. Das ist doch absurd. Wir müssen doch alles tun,
alles tun, die Leute ins Freie zu befördern. Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, die Leute zu motivieren, ins Freie zu gehen. Herr Wieler betet gebetsmühlenartig, lüften, lüften, lüften. Wir müssen frische Luft reinlassen. Und dann verbieten wir den Leuten, ins Freie zu gehen. Da habe ich kein Verständnis für. Ja, wir verbieten es nicht, aber sie sollen halt eine Maske tragen. Tut mir leid, da habe ich kein Verständnis für. Auch für das Wort Ausgangssperre. Dieses Wort müsste in dem Politikerjargon verboten werden. Damit suggerieren wir, dass es außen gefährlich ist. Ja. Aber innen ist es gefährlich. Nee, das ist ja auch klar. Also das kommunizieren wir ja auch all die Zeit. Und ich glaube, das hat mittlerweile jeder verstanden, dass es drinnen besonders gefährlich ist. Aber ich halte einfach mal dagegen. Also wenn man das Gesamtgeschehen betrachtet, also wir müssen die Kontaktzahl reduzieren. Einfach die Kontaktzahl reduzieren. Aber in Innenräumen. Ja, aber ich glaube, dass man die Kontaktzahl insgesamt reduzieren muss. Glaube ich nicht. Und die Logik ist doch die, meinetwegen, wenn es jetzt draußen möglich wäre, ich öffne die Biergärten. Man sitzt sich gegenüber, sitzt nebeneinander, sitzen da viele. Was passiert im Biergarten, wenn da viele sitzen? Wird leise gesprochen? Da muss man lauter sprechen. Da hört man das Gegenüber. Also Herr Lauterbach, Herr Lauterbach, stecken Sie mir einen Sie machen, ich meine nur, den Teufel ich will, so ein bisschen an die Wand. Es müssen doch nicht viele an einem Tisch sitzen. Nein, ich will das nur, kann man reduzieren. Ich will nur aus der Lebenspraxis reden. Na, aber in der Lebenspraxis Sie, aber kann man mich, sagen, vier Personen pro noch, Tisch, das ist doch ja, lassen mich den, lassen Sie mich doch den Punkt also noch ja. kurz machen, dann können Sie beide, Sie sind ja einer Meinung, dass ich, und ich verteidige die Regel. Ja, genau. Die unbeliebte Position, ich verteidige die Regel. Und die, also Sie als Physiker wissen genauso gut wie ich, dass also draußen nicht nur die Aerosole schlechter übertragen werden, nicht so weit fliegen, der Schall auch. Somit muss ich ein bisschen lauter sprechen. Drinnen kann ich leiser sprechen als draußen. Wenn ich jetzt dort sitze, die Bierbänke sind da, es sind schon ein paar Maß geflossen. Die Leute werden lustiger, die Aussprache nimmt dann auch schon mehr Feuchtigkeit an. Gerade wenn ich mehr getrunken habe, nimmt die Aussprache mehr Feuchtigkeit an. Jetzt ruft man neben mir an, wird laut gesprochen. Jetzt gegenüber, hast du mich verstanden, Robert? Aber Herr Lauterbach, nicht so gut. Schon das Sprechen, ist es passiert. Das Sprechen ist doch gar nicht die Hauptübertragungsquelle. Die Hauptübertragungsquelle, das wissen wir jetzt seit einem Jahr, ist das Atmen. Klar. Das Atmen, das nicht das Sprechen. Seit, ja, das ja. wissen wir seit 2003, seit, genau. seit SARS-CoV-1. Seit SARS ist das SARS-CoV-1. Alles untersucht. Wir wissen, ja. es ist das Atmen. Ja? Und ob Sie jetzt laut oder leise sprechen, das macht die Aerosolproduktion erhöht oder senkt die minimal. Zehnfache. Ja? Ja, also das muss ich jetzt sagen. Mein Gedanke ist ein anderer, wissen Sie. Die Frage ist doch irgendwie, ab wann muss der Staat einschreiten? Und wenn man eine Situation hat, wo die Bevölkerung wie jetzt ungefähr schon verstanden hat, wo das Problem liegt, dass man sich durch Anspucken zum Beispiel infizieren kann, wie diese Herrschaften, die da am Jungfernsteg aufgehalten wurden, die eigentlich wussten, die nächste Person ist mindestens 20 Meter weg von mir. Wenn man da Dinge macht, die der Bürger nicht mehr versteht und ihm quasi nicht die Chance gibt, sich selber vernünftig zu verhalten. Also Sie gehen ja davon aus, wenn ich den Biergarten aufmache, die betrinken sich, die schreien sich an, die spucken sich an, die sitzen zu vielen am Tisch. Ist es nicht möglich, in Deutschland zu sagen, wir machen das auf und wir gehen davon aus, dass ihr euch vernünftig verhaltet? Und wenn es dann so ist, dass es wirklich zu dem Gerangel kommt, dann muss eben der Wirt eingreifen. Dann soll die Polizei kommen und notfalls die Leute auseinanderhalten. Aber dass man von vornherein rein theoretisch, das ist ja ein rein theoretisches Szenario, was Sie jetzt beschrieben haben, ist nirgendwo belegt, Sie sagen, im Freien kommt es dann zu Massenansteckungen, weil die alle betrunken sind. Wir hatten noch hier in Köln beispielsweise, kurz vor Weihnachten hatten wir diese Glühweinwanderungen. Da standen die Leute dann draußen zusammen, und wie viele haben sich angesteckt? Das können Sie doch nicht ausschließen, dass ich da. Ich kann es nicht ausschließen, aber das ist doch kein Argument. Sind doch, also wenn Sie müssen doch argumentieren, dass es sicher ist. Nein, Herr Lauterbach, vielleicht mische ich mich mal ein. Ich bin eines naturwissenschaftlichen, akademischen Werdegangs unverdächtig. An der Stelle nur den einen Satz. Wenn man keinen Beleg dafür hat, dass es schädlich ist und dass es gefährlich ist, dann hat der Staat keine Erlaubnis, die Bürger in ihrer Freiheit einzuschränken. Also genau dieser Punkt
stimmt, was Sie gerade gesagt haben, dass sozusagen die Verteidiger der Grundrechte beweisen müssen, dass es ungefährlich ist, diese Beweislastumkehr, die lasse ich nicht gelten. Ich möchte auch mal wieder was sagen, obwohl das eine tolle Diskussion ist. Ich verstehe eine Sache, dass möglicherweise hier viel... Das ist eine Falschdarstellung, so habe ich es ja nicht gesagt. Eine Falschdarstellung, dann korrigieren Sie das. Weil ich habe ja nicht bestritten, dass der Staat muss auf jeden Fall, wenn wir ein Grundrecht einschränken, müssen wir dafür Gründe haben, müssen belegen, das ist gefährlich. Das ist ja gar keine Frage. Und meine Position ist nur, dass die Konsensposition der Wissenschaft die ist, dass wir das als belegt betrachten. Und jetzt sagen Sie aber aus einer, sagen wir mal, Nicht-Konsensposition, aus meiner Sicht ist das anders. Und da sind Sie in der Beweispflicht. Das weil geht die ja nicht um die Wissenschaft. Aber jetzt baue ich doch mal eine Brücke. Weil was ich hier beobachte, ist, dass der Staat hier tatsächlich sehr viel Manpower und sehr viel Zeit drauf verwendet, Situationen zu verunmöglichen, von denen zum Beispiel die beiden Herrschaften sagen, die sind vielleicht nicht so hochgradig relevant für die Pandemieausbreitung, für die Virusweiterverbreitung. Jetzt habe ich aber Herrn Scheuch gesehen, der sich mal die Mühe gemacht hat, mit Messgeräten in eine Galerie zu gehen oder in ein Fitnessstudio, also auch dort Kontrollen durchzuführen, die etwas ermöglichen würden, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Luftqualität oder eine Hygienebedingung festzustellen, die eine Öffnung ermöglichen würde. Wie wäre denn der Gedanke, wenn der Staat an der einen Stelle, wo er viel verunmöglicht, was relativ ungefährlich ist, an Stellen geht, um hier und da punktuell etwas zu ermöglichen, was dann wieder Leben zulässt? Wäre das nicht ein Modell? Und wir haben ja die wissenschaftlichen Grundlagen. Wir wissen, man kann an sechs Faktoren in Innenräumen drehen. Ja, und die sollten wir ausnutzen. Und das ist eine Position der Gesellschaft für Aerosolforschung. Die hat ihn dokumentiert im Positionspapier. Wir haben die eine Möglichkeit, die Menge der Personen zu begrenzen. Machen wir schon. Wir haben aber die andere Möglichkeit, die Zeit zu begrenzen, die eine ganz wichtige Rolle spielt, das Volumen des Raumes zu vergrößern, Masken zu tragen, Raumluftfilter einzusetzen, effektiv und zu lüften. Wenn man diese sechs Maßnahmen kombiniert, dann können wir auch so Fitnesscenter, wie wir eben gesehen haben, aufmachen. Und auch in Schulen wäre das ja zum Beispiel keine schlechte Idee. Die machen wir ja auch. In Alten- und Pflegeheimen, das ist ja fast Körperverletzung, was dort läuft, dass man dort keine Raumluftfilter installiert. Aber ist das ein Weg? Oder sagen Sie, das ist Mumpitz? Also Innenräume so kontrollieren, dass man wieder kontrolliert öffnet? Ich habe mich ja selbst also für die Anschaffung also von Raumluftfiltern Filterstufe 14, 13 und 14 eingesetzt. Ich habe mich auch relativ stark eingelesen. Es ist gar keine Frage, dass man damit also Innenräume sehr viel besser, sehr viel sicherer betreiben kann. Das ist gar, also in der Kombination Maske und dann solche Raumluftfilter wäre aus meiner Sicht in einem Museum einiges möglich. Aber es ist trotzdem aus der jetzigen Perspektive heraus für unser zentrales Ziel, dass wir die Kontakte reduzieren. Und wenn ich die Kontakte reduzieren will, und das ist die Situation, in der wir derzeit sind, weil wir gerade mit einer ansteckenderen Mutation auch noch ringen müssen, dann muss ich alles dazu tun, dass es zu wenigen Kontakten kommt. Und dazu zählt zum Beispiel, dass man überhaupt zum Museum fährt. Bleiben wir hier beim Biergarten. Die Leute, die unterwegs sind zum Biergarten, nachher in der Bahn unterwegs sind, darüber sprechen und so weiter. Ich muss halt so viele Kontakte begrenzen wie möglich. Ich stimme Ihnen da nicht zu. Nee. Dieses Konzept Kontakte der allgemeinen in Kontakt. Innenräumen darf ich das mal kurz zu Ende machen? Das Problem ist genau dieses Dogma, das Sie sagen. Und ich weiß, dass das Dogma der Politik ist, weil die Wissenschaftler, die Sie beraten, das sagen. Jeder Kontakt muss verhindert werden, möglichst wenig Kontakte. Ich sage, wir müssen spätestens in der jetzigen Phase der Pandemie unterscheiden zwischen gefährlichen Kontakten und solchen, die kein hohes Risiko haben. Und da kommt es zum Beispiel auf die Frage an, haben sich die Personen geschützt, ja oder nein? Verhalten die sich vernünftig? Sind es zum Beispiel zwei Personen, die nebeneinander im Theater sitzen und beide nach vorne schauen und gar nicht miteinander sprechen? Oder sind es die zwei Betrunkenen, von denen Sie vorhin gesprochen haben? Haben die Masken auf, ja oder nein, sind die in Innenräumen oder nicht? Herr Kikuli. Und dieses Dogma zu sagen, jeder Kontakt muss beschränkt werden, das führt eben dann am Ende zum Lockdown und zu diesen radikalen Maßnahmen, von denen im Grunde genommen 90% überflüssig sind. Und die letzten 10% müsste man eigentlich nur machen, weil die relevant sind. Ich halte mal fest fürs Protokoll, Sie stimmen überein, in dem Punkt nicht übereinzustimmen, aber vielleicht haben Sie eine Visitenkarte dabei. Ich glaube, dass Herr Lauterbach ein gewichtiges Wort bei der Kanzlerin hat und man kann die Gespräche mal fortsetzen an der Stelle. Das würde mich zumindest freuen. Aber danke für die sportliche Diskussion an der Stelle. Ich glaube, näher kommen wir nicht zusammen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Gerhard Scheuch, dass Sie mit uns in Frankfurt unterwegs waren und auch heute hier waren.